Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Thief Simulator. Ja, wir müssen jetzt noch die Beweglichkeit 4 lernen. Haben wir abgeschlossen. The best cars have electronic locks. You're gonna have to learn a new trick. Hatte ich das nicht schon gemacht? Lerne Autodiebstahl 3. Da. Ja. Winnie, kaufe einen Kopierer. Ah, das hat nicht gereicht, ne? Ein Signalkopierer. Ach du Heilige. Das ist ein bisschen sehr viel. Ja, das dauert noch. Das dauert noch. Das heißt, wir gehen auf Raubzug. Und zwar gucke ich jetzt mal in 206. Da hatten wir doch die Kamera deponiert. Aber da habe ich auch schon fast so gut wie alles rausgezogen, ne? Und die eine, die ist ja immer da. Die ist ja permanent da. Richie Street 206. Die Kamera hat ja gar nichts gebracht. Um 13 Uhr nicht zu Hause. Ah, wir müssen noch das Gemälde zerstören oder stehlen. So, 206 war ja ganz komisch angerichtet. Das war, glaube ich, da hinten. Wow. Man sollte nicht auf eine Karte gucken und fahren. So, dann haben wir hier einmal den Parkplatz. Auto schlafen mache ich erstmal, ja. Was ist denn, wenn ich so jetzt mache? Ah, dann geht der einfach trotzdem weiter. Okay, gut. Ich dachte schon, der spult zurück. Der spült zurück, du. Ha, warum bist du ausgestiegen? Billy. Komm. So, 206, da parke ich doch mal wieder hier. So, ne? Die hatten die elektrischen, Fensterheber, ne? So war das, glaube ich. Komme ich von dem Wagen aus? Oh, das ist buggy. Das ist ein bisschen buggy. Oh. Ah. Ja, schwierig. Ich stehe blöd, ich stehe blöd. Ich hätte mich an den Pöhler stellen müssen, damit das funktioniert. Oder ich muss einfach nach oben gucken und springen. Ja, okay, wunderbar. Das hat schon mal geklappt. Sie ist zu Hause, aber ich komme, glaube ich, nicht rein. Das waren hier die ja, Glasbruchsicheren, verdammten Scheiben. Ist das nicht eine Regenrinne? Das ist keine Regenrinne. Wunderbar, liebe ich. Finde ich richtig gut. Sie ist, wo ist sie? Das ist die Küche. Was soll das darstellen? Ich weiß es nicht. Kamera kommt nicht so weit. Ah, ich hoffe, du bleibst da. Hacken wir mal. Wo muss ich denn hin? Wir haben da sowas, das seitliche Ding da. Das wird so nicht reichen. Aber so. Wunderbar. So, einmal langsam öffnen. Sie ist dort. Ich gehe rein. Und zwar gucke ich mal einmal hier. Hatten die hier nicht ein Safe? Die hatten hier ein Safe. Jetzt weiß ich nicht, ob da noch was drin ist. Aber ich probiere es aus. Weil, ne, ich brauche Kohle. Wäre natürlich sinnvoller, wenn ich irgendwelche antiken Gegenstände noch mitnehmen könnte, aber ich weiß nicht, wo die sind. Die werden wahrscheinlich im Laufe der Story auch kommen. Die restlichen. Ei, jetzt war ich zu weit. Die bewegt sich. Bleib mal da, wo du sein solltest. Und er ist gleich auch schon wieder da, ne? Also du hast hier nur ein sehr kleines Zeitfenster.
Das war so klar. Das war einfach so klar, dass ich den schon leergeräumt habe. Also er ist gleich auch schon am Start wieder. Das wird nichts hier drin. Das wird absolut nichts. Ich dachte, die hätte gerade geleuchtet gehabt, hat sie aber nicht. War eine glatte Lüge. Was ist denn mit der Antiken hier? Die kann ich nicht mitnehmen. Ich war noch nicht in der Küche hier, im Wohnzimmer. Also nur ganz kurz, um die Kamera hinzustellen, natürlich, ne? Wollte mal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt, aber ich werde das jetzt zeitlich nicht mehr schaffen, Löwin einzupacken und abzuhauen. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Ihr habt jetzt keine Zeit, die Schubladen alle zu öffnen. Jo, jetzt bin ich am Arsch. Oh, nee. Kann ich trotzdem rauswerfen? Nein. Super geil. Super geil. Super geil. Super geil. Ich muss sie einfach mal einen ganzen Tag lang ausspionieren. So einen ganzen Tag. Einfach nur gucken, 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 was sie machen. Mies verarscht haben die mich. Tut sie so, als würde sie sich hinlegen, weißt du, und steht dann noch mal auf. Was soll ich denn da machen? Aber es ist natürlich geil, ne? Mit den Fenstern, dass die auch runtergehen. Also die Rollladen, dass du nicht abhauen kannst. Dass du wirklich dann, ja, quasi da stehst, ne? Ich hoffe nicht, dass der Herbert jetzt hier reinkommt. Weil der Typi hat einen Laptop, ja. Natürlich hat der einen, oh. Natürlich hat der einen Laptop. Nee, der hat einen Taser. Einen Taser hat er. Das ist so ein Taser-Dulli. Oh, Geld, warte. Oh, nee. Haben wir da was drin? Den Würfel? Nee. 50 Dollar gewinnen, ja. Was ist sie? Sie ist draußen. Warum ist sie denn draußen? Alles öffnen? Wo bist du denn? Die Lampe habe ich auch noch nicht gehabt. Können wir schon mal mitnehmen, weil, wie gesagt, habe ich noch nicht gehabt. Nehme ich dann also mit. So, hier haben wir das Gemälde einmal. Oh, nee. Was ein aggressives Ding, ey. Das kriege ich nicht hier raus. Das dreht sich so beschissen. Oh nee. Muss durch die Haupteingangstür am besten, ne? Ja, klar. Ah, nee, ey. So, den kriege ich raus. Zwar auch nur so halb. Ah, ja, wunderbar. Das ist so ein Lampen-Zweier-Set. Unbedingt mitnehmen muss. Bam, badam, badam, badam. Da war ein USB-Stick, aber naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, da ist Geld. Nehm mit. Genau, wunderbar, wunderbar. Was bist du? Ach, guck mal hier, so ein. Wie heißen die denn nochmal? Nicht Xylophon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So ein Ding halt, ne? So. Ach, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Noch sieht sie mich nicht. Ach ja, komm. Oh, ey. Was zum Teufel macht sie denn jetzt da draußen? Warum steht die im Garten rum? Was soll das? Jetzt sitzt die da.
Die setzt sich gemütlich hin. Du glaubst es nicht. Du glaubst es einfach nicht. Hauptsache, ihr geht's gut, ne? Ach ja, komm, so ein Scheiß. Wie komme ich denn jetzt hier am besten raus? Ich hab Schiss, dass sie hier hinkommt, ne? Aber solange die mich nicht sieht, ne? Guck mal, jetzt habe ich nämlich ihre Zeiten. Und sie ist nämlich auch eine gewisse Zeit nämlich nicht zu Hause. Das ist doch super. Er ist am Pennen, aber nein, er steht wieder auf. Natürlich steht da auf, der feine Herr da. Der alte Blödschkopf, der. Sie geht jetzt schon mal Richtung... Nee, sie kommt wieder rein. Das ist meine Chance abzuhauen. Meine Chance, hier zu verschwinden. Aber da muss ich ja vorne raus. Ich müsste mir hier halt irgendetwas platzieren, dass ich hier raus kann, ne? Am besten irgendwie so und dann... Er springt ja nicht weit genug. Hier wäre am besten eigentlich. Ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert. Ideal wäre das. Na komm. Aber es funktioniert halt leider einfach nicht, ne? Es funktioniert nicht. Das wäre so schön. Ja, Mann. Da muss ich so gehen. So, komm. Ich hätte das Tor öffnen können. Habe ich aber nicht. Aufs Friedensbruch entdeckt? Ach, von dem Dulli da. Das war kein Haus Friedensbruch, mein Freund. Das war einfach nur, ich musste hier was reparieren. Mach schnell, bevor die Kamera jetzt kommt. Bitte. Wunderbar. Lass mich raus. War kein Haus Friedensbruch. Da hast du dich täuschen lassen. Mach mal Licht. Dunkel. Gut, dass ich rausgegangen bin. Aus den Fenstern hätte ich jetzt eh nicht mehr aussteigen können. So, das ist einmal der Fernseher, müsste das sein. Komm, dann habe ich schon mal wieder ein bisschen. Den Rest mache ich dann offscreen. Ja? Offscreen ist geil, ja. Hier. Wie sagt man das denn? Private. Machst du private. So, rein da. Wunderbar. Ich frage mich jetzt gerade, wofür wir, oder was wirklich diese dicken Dinger sind. Also ich habe jetzt so ein Fernseher reingelegt und dieses kleine Kästchen ist blau geworden. Wenn ich das jetzt da nehme, wird wahrscheinlich nochmal so ein zweites Kästchen, kleines Kästchen blau. Also was kann ich dann noch mit reinpacken? Also wofür sind die großen Kästchen da? Sind die dafür? Da passt ja nicht viel rein. Habe ich vielleicht, warte mal. Nee, habe ich nicht. Der Kofferraum geht ja bis fast vorne durch. Ich dachte, vielleicht hätte ich da irgendwie noch ein Kästchen, aber habe ich leider nicht. Das habe ich leider nicht. Aber guck mal, finden sie auch verdächtig, rückwärts zu fahren, wa? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Nichts Verdächtiges hier, ne? Ganz normale Action ist das. Action, Maction. Wunderbar, Tschüssikowski. Nach Hause? Ja, weil ich erstmal einmal gucken will, ob ich die... Ich weiß nicht mehr, was mit der Posaune ist, ob ich die schon mal hatte oder nicht. I don't know. Aber das schauen wir uns mal an. Aber ich glaube, ich habe da nichts von Posaune. Das sind die Fabergé-Eier. Die muss ich noch haben. Da muss ich 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ah, 5 Stück, ja klar. Dreifach Kerzenständer zweimal. Das gibt es, glaube ich, in 206, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das wäre der nächste Wagen, der kommt. Goldene Uhr. Ich habe schon mal eine Uhr gesehen. Aber weiß gar nicht, was ich damit gemacht habe. Lampe. Was ist das denn? Digitales Autotuner. Alter Toaster, der fehlt mir immer noch, ne? Doch, da ist er, die Posaune, wunderbar. Antikes Buch, ja, das brauche ich auch unbedingt. Gut, dann fahren wir jetzt nochmal zum Pfandleiher.
Jetzt wäre ich fast in den Wagen eingestiegen, was auch egal wäre. Zum Pfandlei, Pfandhaus hier. Zack. Einmal schnell verkaufen. Das restliche bisschen, was ich noch habe, den Fernseher zum Beispiel. Guck mal, der Fernseher bringt 700. Das ist fast ein Taui. Muss ich eigentlich in alle Häuser und die Fernseher mitnehmen. Dann habe ich noch das Gemälde. Das ist 1322 wert. Das ist auch nicht so schlecht. Den kann ich nicht verkaufen. Den muss ich erst platt machen. Und eine 7-Dollar-Lampe. Ja, guck mal. Ich bin aber schon wieder nah dran. Ach, ich habe jetzt hier auch geparkt, wo ich den gekauft habe. Wunderbar. Das finde ich gut. Nach Hause. So, wunderbar. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Geld farmen, damit ich dann genügend zusammen habe, um mir den Signalkopierer zu kaufen. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, in der nächsten Folge. Bis dahin.